Guten Morgen, meine lieben Yoginis und Yogis. Ich hoffe, es geht euch soweit ganz gut und ihr seid gesund und habt vielleicht Lust auf eine kleine morgendliche Yoga-Session. Ich möchte euch heute gerne ein kleines Warm-up-Programm anbieten vor den Sonnengrüßen und mit euch dann durch ein paar Sonnengrüße fließen, die in uns unsere Kraft fördern, unsere Beweglichkeit, gleichzeitig auch unsere Ausdauer trainieren und uns dehnen. Finde erstmal einen bequemen Sitz auf einer Unterlage, lege deine Hände locker auf deinen Beinen ab, schließe für ein Momentchen die Augen, verbinde dich mit deinem Herzen, entspanne dein Gesicht und beginne erstmal deine natürliche Atmung zu vertiefen. Etwas tiefer einzuatmen, sodass die Brust sich deutlich hebt und ausatmend wieder senkt. Einatmen in den Raum deiner Brust und ausatmen. Versuch beim Einatmen sanft die Wirbelsäule zu strecken. Beim Ausatmen unnötige Spannung loszulassen aus Kiefer, Nacken, Schultern und Gesäß. Wenn du mit der Ujjayi-Atmung vertraut bist, mit dem Yoga-Atem, beginne ein Rauschen in deine Kehle zu bringen. Und du wirst merken, dass deine Atmung langsamer wird, aber gleichzeitig auch kraftvoller. Im nächsten Ausatmen öffne Richtung Fingerblicken und langsam deine Augen. Lass die Hände auf deine Knie sinken. Wenn du möchtest, schiebst du die Unterlage zur Seite. Und dann kommst du einatmend mit dem Oberkörper nach vorne, ausatmend nach rechts und hinten, hältst dich an den Knien fest, kreist weiter über links nach vorne, die Brust zieht nach vorne, einatmen. Und ausatmen für die Sophie-Kreise, kommst du wieder in die Rundung des Rückens, einatmend in die Streckung und aus in die Rundung. Vielleicht magst du hier wieder die Augen schließen. Einmal einatmen, einmal ausatmen, eine Runde kreisen. Wenn du vorne bist, atmest du ein. Wenn du zurückgehst, atmest du aus. Sollte dir eine Übung in diesem Video besonders gut tun, besonders gut gefallen, dann schalte gerne das Video auf Pause und mach die Übung einfach viel länger für dich und schalte dann wieder ein für die nächste Übung. Einatmend kommst du nochmal nach vorne, ausatmend wechselst du und kreist über links nach hinten, über rechts nach vorne, atmest ein, atmest aus. Entweder beides durch die Nase oder zwischendurch mal durch den Mund aus. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück. Atmest tief ein, hältst dich nochmal an den Knien fest und streckst die Wirbelsäule in die Länge. Dann einmal kräftig ausatmen, die Augen öffnen und die Beine lang nach vorne ausstrecken. Kannst erstmal die Beine auslockern und mit den Händen das Sitzfleisch etwas zurückziehen. Die Beine schließen, die Füße schließen und ausstrecken. Und dann setz einmal die Fingerspitzen neben dir ab, richte dich auf, atme tief ein, nimm die Hände mit. Und mit dem Ausatmen falte dich über deine ausgestreckten Beine, lass die Hände auf die Füße sinken, entspanne den Nacken. Einatmen, so als wolltest du die Beine eincremen, ziehst du die Hände über die Beine wieder hoch und streckst dich, lange Bauchfläche. Ausatmen mit langem Rücken über die Beine in die Tiefe, ausatmen. Einatmen. Wenn du möchtest, durch den Mund aus. Ein paar Mal mehr, einatmen und aus.
Ausatmen tauchst du ab. Nimmst dir hier noch einen weiteren Atemzug, lockerst nochmal die Kiefergelenke. Vielleicht magst du den Unterkiefer auch ein bisschen hin und her schieben. Oder mal kräftig durch den Mund oder über die Lippen ausatmen. Und dann greifst du unter die Kniekehlen, ziehst die Füße zu dir ran, setzt die Hände mit den Fingerspitzen nach vorne zeigend, nah hinter dir ab, streckst nochmal die Brust, hebst den Blick mit dem Einatmen. Ausatmen, fallen die Knie nach rechts, Brust und Blick drehen nach links für einen Twist. Einatmen, kommst du wieder zurück. Ausatmen, Knie nach rechts, nach links, Brust nach rechts, Blick nach rechts. Einatmen, zurück. Wenn du möchtest, geh wieder ins Ujjayi Pranayama über und aktiviere die Bauchmuskulatur, wenn du einatmend die Knie hebst und kontrolliert ausatmen sinken lässt. Ziehe sogar am Ende der Ausatmung den Nabel etwas nach innen. Und dann wiederhole mit deiner Ein- und Ausatmung ein paar Mal den sitzenden Twist von Seite zu Seite und drehe das Kinn so weit es geht über die Schulter. Einatmen, findest du wieder zurück. Kreuz noch einmal die Beine mit dem Ausatmen, bringst die Hände auf die Schultern und ein tiefer Einatmen, heb deine Ellbogen und deinen Blick. Ausatmen, Ellbogen tief, Blick tief. Einatmen, Ellbogen hoch. Ausatmen, großer Kreis zurück. Einatmen, Blick zur Decke. Wenn du im Freien bist, Blick zum Himmel. Ausatmen, Blick zum Nabel. Einatmen und ausatmen. Das nächste Mal, wenn die Ellbogen unten sind, wechselst du die Richtung des Kreises, hebst die Ellbogen an mit einem Einatmer, senkst sie mit einem Ausatmer. Einatmen, Blick heben, ausatmen, Blick senken. Wenn die Ellbogen wieder sinken, setzt du auch die Fingerspitzen schon wieder ab. Ich drehe mich einmal auf meiner Matte und bringe die Finger nach vorne, gebe das Gesetz und komme von hier aus in den herabschauenden Hund und gehe auf der Stelle spazieren. Eine Ferse hebt, die andere senkt sich ab. Die Finger offen wie Sonnenstrahlen, der Kopf entspannt. Dann atme hier nochmal kräftig aus. Schau mal unter dem rechten Arm durch, unter dem linken Arm. Entspanne die Kopfgelenke. Und dann komm mit kleinen Schritten nach vorne zwischen deine Hände. Und schüttel die Hände gerne einmal aus. Vielleicht auch den Kopf. Gerne auch nochmal die Lippen pusten. Dann greifen die Hände zu den Waden für eine tiefe Vorbeuge. Vielleicht die Knie noch ein bisschen beugen am Anfang. Ausatmen. Einatmen. Hände auf Schienbeine. Adha Uttanasana, die halbe Vorbeuge. Ausatmen. Wieder sanft in die Tiefe. Knie wieder leicht gebeugt. Einatmen. Die halbe. Einmal mehr ausatmen in die Tiefe. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Saugst den Nabel nach innen, atmest aus. Löst die Hände, kommst einatmen mit Leichtigkeit hoch. Schließt die großen Zehen, schließt die Hände. Ausatmen, Hände ins Namaste. Hier im Stehen, spür nochmal deine Füße, erde dich nochmal, aktiviere deine Beine, richte dein Becken auf, hebe dein Brustbein, entspanne dein Gesicht. Vielleicht gehst du hier für die Sonnengröße nochmal in die Ujjayi-Atmung. Beginnst wieder ein Rauschen in deiner Kehle wahrzunehmen.
Dann lass die Hände ausatmend sinken. Zieh sie einatmend in beiden Bogen nach oben. Und mit dem Ausatmen geh in deine Vorbeuge. Entweder Hände auf Erde oder auf Waden. Kopf tief, ausatmen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Entweder Fingerspitzen auf Erde oder Hände auf Schienbeine. Ausatmen, Hände tief. Rechter Fuß geht zurück. Linker Fuß geht zurück in die Planke. Einatmen. Einmal kurz hier bleiben, deinen Körper wahrnehmen, das Becken aufrichten. Nochmal einatmen hier und ausatmen, gehst du über die Knie, über das Becken, über die Brust zum Boden und legst dich erstmal ab und streckst die Beine lang aus. Nimmst die Hände neben die Brust, drückst in den Fußspann, atmest ein für Bhujangasana. Ausatmen wieder tief. Zweites Mal Bhujangasana, die Cobra. Aus, wieder tief. Einatmen in die Cobra. Und aus, wieder tief. Einmal einatmen, Schub in die Hände für den Vierfußstand. Wenn es geht, stell die Zehen direkt auf. Streck dich einmal lang aus in der gestreckten Kindeshaltung. Atme, wenn du möchtest, nochmal tief durch den Mund aus. Und dann kommst du einatmend mit den Schultern über die Hände und streckst dich wieder aus in den herabschauenden Hund. Beginne wieder auf der Stelle zu spazieren. Lass die Zehen dabei möglichst auf der Erde und rolle über die Zehen. Und dann komm mit kleinen Schritten abermals nach vorne. Schüttel vielleicht nochmal die Hände und den Kopf aus. Atme aus. Tiefe Vorbeuge, ausatmen, halbe Vorbeuge, einatmen, Nabel zieht nach innen aus, Arme schweben über die Seite hoch, Blick zu den Daumen ein, Namaste aus. Einmal einatmen, die Brust heben, den Nacken strecken, ausatmen, Hände sinken lassen und der Einatmen bringt die Arme über die Seite wieder hoch. Und der Ausatmen lässt dich in die Vorbeuge sinken. Wie gesagt, je nach Dehnung, Hände auf Erde oder auf Waden hier. Einatmen halbe, Hände auf Erde oder auf Schienbeine. Jetzt aber aus, Hände auf Erde und linker Fuß zurück. Und rechter Fuß zurück in die Planke. Einatmen. Momentchen halten. Brust zieht nach vorne. Fersenschienen zurück. Noch einmal einatmen, aus über die Knie, über das Becken, über die Brust sinkst du und streckst die Beine wieder aus. Ziehst die Hände neben die Brust, Ellbogen eng, Druck in die Füße, einatmen, Bhujangasana. Achte auf deinen Nacken. Ausatmen tief, einatmen, Bhujangasana. Ausatmen tief, einatmen Bhujangasana und ausatmen tief. Einatmen, Schub in die Hände, Vierfuß, ich stelle die Zehen direkt auf und sinke in die gestreckte Kindeshaltung. Kiefer entspannen, ausatmen. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, Knie heben, Beine sanft strecken, noch einmal in den Walking Dog. Die Rückseiten der Beine nochmal schön aufwecken heute, morgen. Und dann kommst du mit kleinen Steps wieder nach vorne gewandert, schüttelst dich aus, lässt unnötige Spannung los. Tiefe Vorbeuge ausatmen. Halbe Vorbeuge einatmen, ausatmen, Nabel einziehen, Arme über die Seite hoch, einatmen, große Zehen stehen zusammen, Hände schließen vor der Brust mit dem Ausatmen. Und du beugst die Knie ein für Utkatasana, Sonnengruß B, streckst die Hände schulterbreit nach vorne aus, nimmst drei tiefe Ein- und Ausatmen, ziehst das Kinn ein bisschen ein, genau wie den Nabel. Drehst die Daumen etwas auf. Noch
einmal einatmen hier. Und mit dem Ausatmen Uttanasana, Vorbeuge, Kopf entspannen. Einatmen, halbe. Ausatmen, Hände tief, rechter Fuß zurück. Linker Fuß zurück. In die Planke einatmen. Ein Momentchen wieder halten. Das Gewicht gleichmäßig auf den Händen und Fingern verteilen. Und wer möchte, könnte gestreckt wie ein Brett jetzt zum Boden sinken oder wie zuvor über die Knie. Beine lang, Hände neben die Brust, einatmen Cobra oder wenn du dich kraftvoll fühlst und die Übung für dich richtig ist, heraufschauender Hund. Achte aber auf die Bauchdecke, die bleibt stark. Ausatmen, wieder sinken. Einatmen, Schub in die Hände, Vierfuß, Zehen unterhaken, Stellung des Kindes, ausatmen. Du möchtest einmal tief durch den Mund aus. Einatmen über Vierfuß, in den herabschauenden Hund ausatmen. Füße stehen jetzt hüftschmal, Hände Schulter geöffnet und dann klebst du das rechte Bein mit dem Einatmen. Du ziehst das Knie unter dich, ausatmen. Einatmen, rechtes Bein nochmal strecken. Ausatmen, Schultern über Hände. Letztes Mal. Einatmen, strecken. Und ausatmen, nimmst du den Fuß mit nach vorne. Drehst den hinteren leicht schräg. Und findest langsam nach oben. Im Krieger 1. Drehst dich nach vorne. Entweder du lässt die Hände offen oder schließt sie über den Kopf. Beuge das vordere Knie tief. Streck das hintere Bein kraftvoll. Atme noch einmal ein. Und mit dem Ausatmen lässt du die Hände sinken. Hebt die hintere Ferse. Setz den vorderen Fuß zurück. In die Planke einatmen. Ausatmen, wenn du möchtest, wie ein Brett absinken. Einatmen, Cobra. Oder heraufschauender Hund. Halte eine gute Körperspannung. Ausatmen, geh langsam wieder tief. Schub in die Hände, einatmen, Zehen unterstellen. Ausatmen, gestreckte Kindeshaltung. Gerne einmal durch den Mund ausatmen. Einatmen über vier Fuß. Herabschauender Hund, Adho Mukha aus. Linkes Bein hebt ein. Knie zieht zur Brust aus. Einatmen nochmal strecken. Aus, Knie zur Brust. Einatmen, strecken. Achtung, jetzt nimm den Fuß mit nach vorne und atme aus. Stell ihn sicher und fest auf der Erde ab. Hinterer Fuß leicht schräg. Bring Power in deine Beine, in deinen Bauch, in dein Gesäß. Richte dich langsam auf. Für Krieger 1. Hände offen oder die Version Hände geschlossen. Wichtig ist, deine Schultern bleiben entspannt. Gesicht entspannt. Atem tief, wenn es geht, durch die Nase ein und aus. Und dann langsam ausatmen, Hände tief, hintere Ferse hoch, vorderen Fuß zurück, nochmal in die Planke einatmen. Und deinen Weg nach unten aus. Cobra einatmen. Ausatmen tief. Einatmen, Vierfuß. Noch einmal Kindeshaltung genießen. Diesmal dreimal tief ausatmen. Einatmen über Vierfuß. Herabschauender Hund aus. Walking Dog. Kommst mit kleinen Steps wieder nach vorne, schüttelst dich aus. Anstrengung,
Abschütteln. Tief ausatmen. Uttan Asana, tiefe Vorbeuge. Große Zehen stehen zusammen, Knie eng. Knie beugen, wir gehen über Utkat Asana wieder hoch. Hände entweder schulterbreit oder im Ashtanga geschlossen. Ausatmen, nochmal Nabel nach innen. Einatmen, Beine strecken. Ausatmen, Hände lösen. Noch eine Runde, wenn du möchtest, mach mit. Einatmen, Arme über die Seite hoch. Ausatmen, Utkat Asana. Probier für dich aus, Hände geschlossen, Hände offen, was fühlt sich besser an. Halt den Nacken schön lang und atme vor allen Dingen hörbar ein und aus. Dann lass die Hände sinken, Uttan Asana. Nase zieht zu den Knien, Gewicht mehr auf den vorderen Teil der Füße. Einatmen, halbe Vorbeuge. Erinnere dich, du könntest auch die Hände auf die Schienbeine nehmen. Aus, wieder tief und rechts zurück. Einatmen hier, aus links zurück in die Planke. Einmal hier halten. Nochmal das Becken aufrichten. Ausatmen wie ein Brett oder über die Knie zur Erde. Cobra oder heraufschauender Hund. Einatmen. Aus, wieder tief. Einatmen, vier Fuß. Gesäß zurück, Stirn tief. Einatmen, vier Fuß. Aus, herabschauender Hund. Rechtes Bein einatmen, dreibeiniger Hund. Aus, Knie zur Brust. Ein Streck, schau zum unteren Fuß. Aus, zieh ran. Einmal noch strecken, einatmen. Aus, nimm den Fuß mit. Hinterer Fuß jetzt ganz geöffnet für Krieger 2. Windmühlbewegung. Einatmen. Füße eventuell noch was auseinanderrutschen. Ausatmen, Blick über die rechte Hand. Versuch dreimal tief zu atmen. Hebe das Schambein. Hebe das Brustbein, lass die Schultern sinken, atme nochmal tief aus. Und dann zirkel die Hände in der Windmühlbewegung neben den vorderen Fuß, hebe die hintere Ferse, atme ein. Aus für die Planke setzt du den Fuß zurück. Einmal stabilisieren, einatmen, dein Weg nach unten aus. Ausstrecken, aktivieren, ausatmen, einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, tief, einatmen, vier Fuß, Zehen unterstellen, gestreckte Kindeshaltung. Einatmen, vier Fuß. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein strecken. Aus, Knie zur Brust. Schultern über Hände. Einstreck. Aus, zieh ran. Letztes Mal einstreck. Und außen den Fuß mit. Hinterer Schreck. Zirkel die Arme in einer großen Bewegung hoch, öffne den hinteren Fuß, schau über die linke Hand, geh tief mit dem vorderen Knie, hebe wieder Schambein und Brustbein, atme hörbar ein und geh vielleicht noch was tiefer mit den Becken aus, einmal noch einatmen hier. Aus, zirkel die Hände zurück und setz den Fuß zurück in die Planke, einatmen.
Ausatmen deinen Weg nach unten. Einatmen Cobra. Aus wieder tief. Ein Vierfuß. Zehen aufstellen. Dreimal atmen in der gestreckten Kindeshaltung. Gerne durch den Mund aus. Einatmen, Vierfuß. Aus, herabschauender Hund, Walking Dog. Gerne auch vielleicht nochmal den Kopf nach links und rechts bewegen. Kleine Schritte nach vorne zwischen die Hände. Wer möchte nochmal ausschütteln? Knie beugen, ausatmen. Einatmen, Arme über die Seite hoch. Öffnen oder schließen für Utkatasana, die ungerade Haltung. Atme tief und zieh ausatmend nochmal deutlich den Nabel nach innen und oben. Schiebe die Schultern zurück, sodass die Schulterblattspitzen zueinander rollen. Atme nochmal tief aus. Einatmen, streck die Beine. Ausatmen, löse und schüttel einmal alles aus. Gut. Dann nimm die Arme über die Seite nochmal hoch. Ich drehe mich dafür wieder um. Öffne die Füße, lass die Hände nochmal vor die Brust kommen und senke dich langsam in Malasana ab. Schau mal, ob das für deine Knie so okay ist, auch für deine Achillessehnen. Sonst nimm dir gerne einen Block oder zwei unters Gesäß. Atme hier für einen Moment tief und schmiege die Daumenwurzeln an das Brustbein. Erlaube es dir mal, die Augen zu schließen. Und dann ganz langsam öffne die Augen. Setz die Hände hinter dir ab, komm zum Sitzen. Halte dich an den Knien fest. Und dann lass dich ganz langsam ausatmend sinken. Löse die Füße vom Boden. Lass den Kopf sinken, nimm die Knie mit zur Brust und schaukel dich sanft ein bisschen. Ein schöner Moment, um nochmal genüsslich tief durch den Mund auszuatmen. Breite die Arme aus wie Flügel, setze die Füße für den liegenden Twist einmal ab und lass mit dem Ausatmen die Knie nach rechts, Brust und Blick nach links sinken. Wenn du mehr Dehnung möchtest, schiebst du das linke Knie über das rechte hinaus Richtung Boden. Einatmen, findest du wieder zurück, Knie zurück, Nase zurück. Ausatmen, wechselst du, Knie fallen nach links. Wenn du möchtest, nimmst du das rechte Knie über das untere mit, schaust zur rechten Hand. Einmal tief atmen. Einatmen, kommst du wieder zurück und wechselst in deinem eigenen individuellen Atemfluss die Übung noch zweimal von Seite zu Seite. Vielleicht magst du dir auch die Augen jetzt schließen und dich nur noch von deinem Atem führen lassen. Wenn es dir gut tut, in eine tiefere Dehnung zu kommen, könntest du zum Abschluss auf jeder Seite noch die Hand auf das obere Knie legen und das Knie noch ein bisschen tiefer ziehen. Dann nochmal ganz tief in den Oberkörper atmen. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite, in deiner Intensität.
Einatmend kommst du dann wieder zurück. Streckst die Beine entweder einfach nur lang aus oder legst sie auf ein Kissen. Nimmst die Arme neben den Oberkörper, die Handfläche nach oben. Und ganz sanft den Kopf nach links und rechts. Und dann findest du eine bequeme Shavasana-Position. Wenn du möchtest, bleibe hier 5 bis 7 Minuten liegen. Wir beenden das Video jetzt. Wenn du möchtest, bleibst du länger liegen. Und nach Shavasana empfehle ich dir auch noch, für ein paar Minuten in einen aufrechten Sitz zu kommen. Zur Meditation. Schön, dass du mitgemacht hast.